Also es ist so, in Deutschland ist ein Affenhaus abgebrannt und es hat zwei Affen überlebt. Und jetzt würde ich gerne wissen, wie die Affen heißen mit Vor- und Nachnamen, Geburtsdatum und eben die Anschriftadresse. Also die Wohnadresse von den beiden Affen muss ich haben, weil, ja. Man will schon genau wissen, was für Affen das waren. Und ob sie vielleicht eventuell ausgebrochen sind. Weil ich habe schon ein paar Affen gesehen auf der Straße. Und da könnte man die Affen wieder einfahren und wieder ins Affenhaus bringen und das Affenhaus renovieren. Weil das ist sicher eine Publikumattraktion, wo alle Leute Freude daran haben. Und der Brand ist durch Kerzen entstanden. Also es haben da drei Frauen einfach Kerzen angezündet und so ist das ganze Affenhaus abgebrannt. Aber zum Glück haben noch zwei Affen überlebt. Und jetzt werden wir die etwas genauer unter die Lupe nehmen und mit diesen zwei Affen ein Interview führen.